Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Weltweit am Leben dran. Man sagt, dass auf dieser Welt fast alles einen Anfang und ein Ende hat. Aber wie steht es mit unserem Leben? Ist mit dem Tod das Ende des Lebens erreicht oder geht es danach weiter? Kommt man dann in den Himmel? Unendlich Leben ist das Thema unserer heutigen Sendung. Folgende Beiträge haben wir für Sie. Umfrage: Wie stellen Sie sich den Himmel vor? Experte: Wo ist der Himmel? Nachgefragt: Was passiert, wenn wir sterben? Überlebt: Ein persönlicher Bericht. Verlust: Stefan Bitzer: Wie geht es weiter nach dem Tod der Ehefrau? Was genau ist der Himmel? Und wie sieht er tatsächlich aus? Wir haben in Karlsruhe nachgefragt, wie sich die Menschen den Himmel vorstellen. Keine Ahnung. Wie soll man den Himmel vorstellen? Da sieht ja nur blau, mehr sieht man ja nicht. Es wird genauso sein wie in der Erde, nur ohne irgendwie Krieg, Armut und so weiter. Eine weltweite blaue Gegend mit Wolken. Ich denke, dass die Seele auf jeden Fall wiedergeboren wird. Und zwar so lang, bis wir hier unsere Mission erledigt haben auf der Erde. Ja, schön wahrscheinlich. Nach der Bibel schön. Ja, keine Ahnung, das ist wie das Paradies ist halt. Dass es da zwar Regeln gibt, aber da gibt es halt das ganze Schlechte, was es jetzt hier auf der Welt gibt, nicht. Die ganzen Kriege und so weiter, es gibt es halt alles nicht. Und es ist halt Harmonie und Friede, so nach dem Motto. Ich eigentlich gar keine Ahnung davon. Noch nie Gedanken darüber gemacht, wie der Himmel sein könnte. Um etwas mehr über den Himmel zu erfahren, habe ich mich auf den Weg ins Stuttgarter Planetarium gemacht. Das ist eins der modernsten Sternentheater der Welt. Man kann hier den Sternenhimmel so sehen, wie eigentlich nur Raumfahrer außerhalb der Erdatmosphäre ihn sehen können. Ja, wir sind jetzt hier im Kuppelsaal des Planetariums und bei mir ist Dr. Uwe Lemmer, er ist der Leiter des Planetariums. Herr Lemmer, wie ist es denn, wenn man in den Himmel schaut? Was sieht man denn? Ja, herzlich willkommen hier im Stuttgarter Planetarium. Nun, hier im Planetarium können wir das Gleiche zeigen, was man auch am echten Himmel sehen kann, nämlich Sonne, Mond, Sterne, Planeten. Das Ganze können wir hier aber noch untermalen mit Landschaftsszenarien. Wir können mit unserem großen Zeiss-Projekt im Hintergrund können wir auch in Räume und Zeiten eindringen, die uns normalen Menschen so nicht zugänglich sind. Der weite Himmel, ich stelle ihn mir blau vor. Ist der Himmel blau? Genau genommen ist der Himmel eigentlich nicht blau, er ist pechschwarz, so wie das auch die Astronauten sehen, wenn sie im Weltall sind. Die sehen halt einen pechschwarzen, samtschwarzen Himmel und da sind die Sterne dann drin zu sehen. Aber dass der Himmel bei uns blau ist, das macht die Luft sozusagen. Die streut nämlich das Sonnenlicht und da wird der blaue Anteil des Sonnenspektrums stärker gestreut als die anderen Farben und so malt uns sozusagen die Sonne mit der Luft den Himmel blau tagsüber. Hört dieses Universum und diese Sterne, hören die irgendwann mal auf? Wie weit kann man denn schauen? Wenn man das wüsste. Also die Naturwissenschaft hat dann natürlich auch Begrenztheiten. Wir können weit gucken mit unseren Fernrohren. Je größer und leistungsfähiger die Fernrohre werden, desto weiter können wir sehen. Die entferntesten Objekte, die wir jetzt sehen, die sind so ungefähr 14 Milliarden Lichtjahre weit weg. Das heißt also, das Licht, das wir heute sehen, das ist vor 14 Milliarden Jahre abgestrahlt worden. Aber das ist sicherlich nicht das Ende. Also wir bemühen uns immer noch ein Stückchen weiter ins Weltall hinein zu gucken und man weiß ja auch nicht, ob das Weltall nicht noch mehr aufweist als das, was wir sehen. Es sind ja immer wieder Schulklassen und Familien hier. Haben Sie da schon mal die Frage gehört, dass ein Kind vielleicht gefragt hat, ob Sie schon mal Gott gesehen haben, wenn Sie da hochgeschaut haben? Nun, die Leute stellen uns alle möglichen Fragen. Zur Weihnachtszeit wird nach Engeln gefragt und so etwas. Und auch die Frage nach Gott wird natürlich immer wieder gestellt. Wobei wir da aus der Sicht der Naturwissenschaften erstmal sagen müssen, Gott kommt natürlich in den physikalischen Formeln nicht vor. Aber es gibt ja noch viele andere Fragen, die wir Menschen haben und die wir mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht beantworten können. Die ganzen Sinnfragen beispielsweise oder so. Das ist alles nicht mit wissenschaftlichen Methoden, zumindest nicht mit den Naturwissenschaften,
Naturwissenschaften mit Formeln, mit physikalischen Gesetzen zu erklären. Und wir versuchen natürlich auch in unseren Veranstaltungen diese Grenzbereiche auszuleuchten. Zum Beispiel im Weihnachtsprogramm, wo man ja der Frage nachgeht, gibt es eine Erklärung für den Stern von Bethlehem? Und natürlich finden wir da Szenarien, die bestimmte Planetenstellungen darstellen, wo das beschreibbar ist. Aber letztendlich bleibt ja die große Botschaft, dass da ein Heiland geboren wurde, dass dort eine besondere Persönlichkeit, die unsere gesamten Wertmaßstäbe geschöpft hat, dass die auf die Welt gekommen ist. Und das ist dann vielleicht auch schwergewichtiger als alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die damit zusammenhängen. Kommt dann bei diesen Sachverhalten auch die Frage nach Ewigkeit vor? Ist das was, was Wissenschaftler erforschen? Ewigkeit? Die Ewigkeit ist natürlich mit den physikalischen Methoden sehr schwer zu erforschen. Aber gerade seit ungefähr 10-12 Jahren hat dieses Thema Ewigkeit für die Astronomen, für die Astrophysiker eine besondere Bedeutung. Denn seit dieser Zeit weiß man, dass das Universum sich ausdehnt und zwar beschleunigt ausdehnt. Dass es sich ausdehnt, weiß man schon seit längerer Zeit, aber dass es immer schneller größer wird, das hat man erst so vor ungefähr 10-15 Jahren entdeckt. Und damit kommt der Aspekt der Ewigkeit eigentlich auch in die Weltraumforschung hinein. Denn wenn das Universum sich immer weiter ausdehnt, dann wird diese Ausdehnung ja kein Ende haben. Und dann haben die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler plötzlich dieses Problem, ein Element der Unberechenbarkeit vor sich zu haben. Wir sind plötzlich in einem Universum, das möglicherweise ewig existiert und wir wissen aber nicht, ob unsere Möglichkeiten, es zu beschreiben, auch diesen Anspruch auf Ewigkeit besitzt. Also wir wissen nicht, ob die Naturgesetze, die wir heute kennen, wirklich in alle Ewigkeit gelten. Was nach dem Tod passiert, ist eine Frage, die die Menschheit schon seit jeher beschäftigt. Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben. Andere sehen dem Tod mit Gelassenheit oder sogar Hoffnung entgegen. Die verschiedenen Weltreligionen haben jeweils eine andere Vorstellung davon, was passiert, wenn wir sterben. Hier ein kurzer Überblick. Nothing happens when we die. Nichts passiert, wenn wir sterben, weil wir nicht sterben. Der Körper stirbt. Im Hinduismus ist das wie ein Hemdwechsel. Wenn du dein Hemd wechselst, stirbst du nicht. Du wechselst nur dein Hemd. Du bist noch hier. Nur weil wir im Tod nicht mehr sprechen, bedeutet das nicht, dass wir nicht bei Bewusstsein sind. Wir gehen entweder in einen anderen Körper oder in die Seelenwelt. Wir Christen glauben, dass wir ein Leben haben und nicht zurückkommen. Wie wir in diesem Leben auf Gott reagieren, bestimmt, was geschieht, wenn wir sterben. Für diejenigen, die in diesem Leben keine Beziehung zu Gott haben, wird es ewige Trennung von Gott geben, was die Bibel als Hölle bezeichnet. Und für diejenigen, die eine Beziehung mit Gott haben, wird diese Beziehung in die Ewigkeit hinein fortdauern, als eine ewige Gemeinschaftsbeziehung mit Gott. Islam teaches that this life is a temporary life. Der Islam lehrt, dass dieses Leben vorübergehend ist. Man lebt im Gehorsam zu Gott. Wenn die Zeit um ist, stirbt man und geht ins Jenseits. Im Jenseits wird jeder Einzelne nach seinen Taten beurteilt. Wenn wir Gutes getan haben und Gott gefallen haben, wird er mit uns zufrieden sein und uns mit dem Himmel, dem Paradies, belohnen. Wenn wir diese Welt mit bösen und schlechten Taten verlassen, kann Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wenn er will, und über unsere Taten richten. Wenn er es in seiner Gnade so will, kann er einen sogar laufen lassen. Aber diejenigen, die er zur Rechenschaft zieht, werden im Höllenfeuer bestraft. So Buddhism teaches rebirth. Der Buddhismus lehrt die Wiedergeburt. Das heißt, wenn wir sterben, gibt es eine Kontinuität des Bewusstseins in ein zukünftiges Leben. Im Buddhismus gibt es keine menschliche Seele. Es gibt keine fixe Einheit, die in ein zukünftiges Leben weitergeht. Es gibt einfach, zu einem gewissen Grad, eine Kontinuität des Bewusstseins. Wenn sich jemand gut benimmt und tugendhaft lebt, verdient er sich das zukünftige Leben. Zukünftiges Leben bedeutet im Judentum zwei Dinge: das Paradies und die Hölle, auf Hebräisch Gehenna. Wir sehen die Hölle anders als das Christentum und andere Religionen. Der jüdische Glaube sieht die Hölle nicht als Endpunkt. Der Mensch wird auf diese Weise gereinigt und geläutert, damit er in das Paradies gelangen kann. Das Paradies ist eine spirituelle Welt mit körperlosen Seelen.
In diesem Beitrag wurden viele verschiedene Antworten gegeben. Antworten, die sich oft gegenseitig ausschließen. Antworten, die wirklich tragen müssen, wenn man selbst in einer Situation steht, in der man sich plötzlich mit dem eigenen Tod konfrontiert sieht. Sei es zum Beispiel durch Krankheit oder einen Autounfall. Solche Erfahrungen können das Leben nachhaltig verändern. Heli Steinmaßl arbeitet als Bergretter in Österreich und kennt diese Situationen von anderen Menschen, aber auch von sich selbst. Wir haben ihn getroffen und er hat uns von einem außergewöhnlichen Erlebnis berichtet. Der Österreicher Heli Steinmaßl ist heute ein erfahrener und umsichtiger Bergführer. Aber das war nicht immer so. Als junger Erwachsener hat er sich auf einer Klettertour in Lebensgefahr gebracht. Begonnen hat das Ganze wirklich auf einer Klettertour, wo ich alleine war, ohne Seil, wo ich hochgestiegen bin, 800 Meter hohe Wand, die Dachstein-Südwand. Ich war Draufgänger, 18 Jahre alt. Und habe gesagt, das schaffe ich locker. Der Schwierigkeitsgrad 5 minus, zwei Stellen mit 5 minus, sonst 3 und 4. Schaffe ich locker, kann ich ohne weiteres machen. Ausgerüstet mit meinen Fingern, ohne Seil und mit meinen Kletterschuhen. So bin ich hochgestiegen. Die ersten paar hundert Meter sind super gelaufen. Nach 400 Meter ist die Schlüsselstelle die erste. Und bis dorthin habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Dachte noch eine halbe Stunde dazu und dann bin ich am Gipfel oben und hinten ein leichter Abstieg und habe das Ganze hinter mir. Und nach 400 Meter die Schlüsselstelle war an sich kein Problem. Schwierig, aber doch kein Problem. Aber wenn man da runterschaut, man weiß ganz genau, wenn man da ausrutscht, wenn man da loslässt, dann ist man mit hundertprozentiger Sicherheit tot, das überlebt man sicher nicht. Ohne Seil, ohne Sicherung. Und nach dieser Schlüsselstelle, die Querung hinüber, nach 40 Meter rechts querend, habe ich plötzlich einen Blick nach oben geworfen und gesehen, dass da alles dunkel ist. Diese Dunkle am Fels drauf, diese Verschneidung, dieser Ausschnitt ist dunkel. Also das war für mich klar, bei diesen Temperaturen ist alles vereist. Es ist eine dünne Eisschicht drauf und das war für mich der Knackpunkt. Soll ich jetzt weiterblättern, soll ich zurücksteigen? Und die Entscheidung war ganz klar, eher nach oben steigen, absteigen, 400 Meter abklettern ist schwierig, sehr schwierig. Absteigen ist immer schwieriger als Aufsteigen. Also haben wir entschieden, diese 20, 30 Meter durchzuklettern, durch diesen Kamin, durch diese Verschneidung durch und haben mit den Fingernägeln Eis abkratzen begonnen. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich dann eiskalte Finger gekriegt habe. Ich habe das Eis freilegen müssen, dass ich Reibung bekommen habe für meine Füße, für meine Kletterschuhe. Und nach diesem Kamin, nach diesen 30 Meter, war ich ziemlich am Ende, war ein paar Mal knapp dran, dass ich ausrutsche, dass ich wegrutsche und bin irgendwie halt durchgekommen durch diese 30 Meter und habe gehofft, da drüber habe ich noch nicht gesehen. Nach diesen 30 Metern sehe ich zum ersten Mal weiter den weiteren Weg und sehe, dass da viele Stellen noch vereist sind über mir. Da war der Kampf erst richtig am Beginnen und die Finger immer klammer waren, immer schlimmer waren, weniger Gefühl bekommen in die Finger und da bin ich vielleicht noch 100 Meter höher gekommen. Knapp 100 Meter höher kommen, da ist die nächste Schlüsselstelle und darunter habe ich einen kleinen Platz gefunden zum Sitzen. Da haben wir mal hingesetzt dort in diese kleine Nische da rein und es hat keine paar Sekunden gedauert. Im nächsten Moment ist mein Lebensfilm durchgelaufen. Für mich war es da, jetzt ist das Ende da. Das ist Ende. In diesem Moment des Sterbens mehr oder weniger, was hat das für einen Sinn gehabt? Was habe ich mit Gott gemacht? Und da dachte ich immer, mit Gott, das kann ich später auch noch machen. Das kann ich, wenn ich alt bin, machen. Sogar im Sterbebett kann ich es noch machen, dass ich mich mit Gott irgendwie beschäftige. Und plötzlich sehe ich mich in der Wand mitten im Sterben drinnen und sehe, dass ich mit Gott überhaupt noch nichts gemacht habe. Und dort habe ich gesagt, Gott, wenn es die wirklich gibt, ich war mir nicht sicher, ich war immer noch unsicher, aber wenn es sie wirklich gibt, dann bring mich durch die Wand. Ich möchte weiterleben, ich möchte noch nicht sterben mit 18 Jahren jetzt. Dann bring mich durch die Wand und lass mich irgendwie weiterleben. Aber zugleich habe ich gesehen, ich habe versprochen, Gott versprochen, wenn ich da durchkomme, dann werde ich zum Bibellesen beginnen, werde mit zum Beten beginnen, werde mich mit dich beschäftigen, werde mich irgendwie mit Gott beschäftigen, werde versuchen, dich kennenzulernen. Ich bin dann weitergeklettert. Habe einfach meine letzten 100 Meter noch weiter durchgezogen irgendwie. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich drüber gekommen. Ich habe die Finger nicht mehr gespürt. Ich hab kämpft mit dem Eis bis zum Gipfel hinauf. Und am Gipfel
war ich so befreit, so erleichtert, dass alles gut gegangen ist, dass ich das überlebt habe, dass ich weiterleben kann, dass ich weiterleben darf. Das Leben von Heli Steinmaßl hat durch diese Erfahrung eine neue Richtung bekommen. Er hat gelernt, Gott zu vertrauen und ihm die Führung zu überlassen. Heli Steinmaßl hat sein Hobby zum Beruf gemacht und leitet Klettertouren. Aber auch bei der Bergwacht zeigt er vollen Einsatz. Durch diese Arbeit ist er zwar mit dem Tod konfrontiert, aber der Glaube gibt ihm Hoffnung. Das Leben, wenn man eine Beziehung zu Gott hat, ist nur ein Abschnitt von unserem Sein. Das ist nur eine Übergangsphase. Das ist einfach der Übergang in das ewige Leben. Heli Steinmaßl weiß, dass er in seiner Arbeit mit dem Tod konfrontiert wird. Aber andere Menschen trifft es vollkommen unerwartet. Wie geht es den Hinterbliebenen, wenn ein geliebtes Familienmitglied stirbt? Wie verarbeiten sie den Schmerz über den Verlust und was gibt ihnen Hoffnung? Der Familienvater Stefan Bitzer hat im Februar 2008 seine Frau verloren und ist nun alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Ein kurzes Porträt gibt ihnen einen Einblick in das Leben der Familie. Danach ist Stefan Bitzer bei uns im Studio. Familie Bitzer, das sind Stefan Bitzer, Ramino, Dorina, Talita und Josia. Ein eingeschworenes Team. Stefan Bitzer war bis Anfang 2007 Gemeindepfarrer in Tübingen. Danach folgten zahlreiche Weiterbildungen, unter anderem auch zum Mediator. Heute ist er, wie er selbst sagt, hauptberuflich Vater. Die Bitzers haben viel Spaß miteinander, doch das war nicht immer so. Hinter ihnen liegt eine schwere Zeit. Ehefrau und Mutter Andrea starb 10 Monate zuvor an einer sehr seltenen und daher erst spät erkannten Krankheit. Es wurde viel überlegt, was es sein könnte, einfach weil die Symptome ganz komisch waren, ob es jetzt Rheuma ist, ob es eine Entzündung ist oder ob es irgendwas. Man wusste es einfach nicht. Verschiedene Medikamente und nichts hat was gebracht. Und dann eben Ende Januar in die Uniklinik. Und dort haben sie dann festgestellt, dass sie eben diese Amyloidose hatte, ganz seltene Krankheit. Kurz vor ihrem Tod kam dann noch raus, dass sie Knochenmarkkrebs hatte. Ich weiß noch, wir haben uns Donnerstagabend noch verabschiedet und es sah medizinisch nicht gut aus, keine Frage. Also es war auf Intensivstation und wollten am nächsten Tag dann Dialyse machen, Chemotherapie etc. sehr intensiv. Also die Ärzte und das Personal, die haben alles getan. Das war sehr, sehr faszinierend, bin ich sehr, sehr dankbar. Ganz tolle Betreuung dort in der Uniklinik. Und wir haben uns verabschiedet und es war das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, weil sie Freitag früh dann schon mal weg war, haben sie dann nochmal wiederbelebt und dann war sie aber im Koma. Und dann Freitagnachmittag um 14.08 Uhr, glaube ich, ist sie dann gestorben. Und das war nachher schon ja, ein Schock. Also ich habe dann angerufen, die Kinder waren dann, als sie gestorben ist, bei Opa und Oma. Ich habe sie gefragt, ob sie nochmal mit rein wollen. Wir hatten noch die Möglichkeit, dort auf der Intensivstation noch mal Abschied zu nehmen. Ich habe sie alle gefragt, ob sie mit rein wollen. Wo den Jüngsten habe ich nicht gefragt, weil der ist noch nicht so richtig. Den habe ich dann auf dem Arm mit rein. Und er hat sie nochmal gestreichelt. Mama, ei, ei, sagt er noch. Tschüss, Mama, ei, ei. Das waren so seine Worte. Und dadurch, dass sie die Abschiedsfeier noch zum Teil mit vorbereiten konnten, wir haben eben den Sarg miteinander angemalt, hier bei uns auf dem Hof, waren sie auch beteiligt. Sie waren nachher Abschiedsfeier mit Luftballonstart und so weiter. War auch für sie nochmal eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen, auch der Mama nochmal einen Gruß mitzugeben auf dem Sarg. Dann für meine Begriffe war es so, dass Gott da massiv gewirkt hat. Und nachher haben einige so formuliert, fand ich ganz schön, dass diese Abschiedsfeier war so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Herr Bitzer ist bei uns heute im Studio. Herzlich willkommen. Danke. Darf ich Sie ganz direkt fragen, was war denn die erste Reaktion auf den Tod Ihrer Frau? Ich habe die Situation noch vor Augen. Es war im Krankenhaus. Ich saß mit meinem großen Sohn vorne in der Cafeteria. Und dann kam mir der Chefarzt schon entgegen von der Station und hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Und da war mir klar, das war's. Er hatte auch Tränen in den Augen. Ich habe in der Zeit viel Frieden erlebt, auch in der Situation. Wenn ich mich richtig erinnere, das war
ein Frieden, von dem es so schön heißt, der höher ist als die Vernunft. Also der nicht irgendwie, weil ich so cool bin oder weil ich halt so gut drauf bin oder so, sondern einen echten Frieden erlebt. Kommt es daher, dass Sie vorbereitet waren, dass Sie vorher schon über den Himmel, über Ewigkeit nachgedacht haben, oder an was lag das? Nee. Also vorbereitet kann man nicht wirklich sagen, weil ich bis zwei Tage vorher gar nicht damit gerechnet habe oder nicht damit rechnen wollte, dass meine Frau sterben könnte. Ich glaube, es lag vor allem darin, dass Gott mir neu begegnet ist, eben diese zwei Tage vorher. Und dass da so ein Prozess anfing, dass da Gott wieder neu in mein Leben kam. Haben Sie vorher über den Himmel nachgedacht? Ach, ich habe immer wieder über den Himmel nachgedacht. Ja. Einfach jetzt wird es nochmal viel persönlicher, jetzt wird es nochmal greifbarer. Der Himmel ist für mich jetzt nochmal mehr mit Menschen gefüllt, die mir nahe standen oder nahe stehen. Ja. Meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben, mein Vater 10 Tage nach meiner Frau. Und ich denke, das sind jetzt Leute, die ich kenne. Es sind ja viele andere da, zum Glück, aber es ist nochmal was ganz anderes. Es wird einfach persönlicher. In den letzten Jahren haben Sie viel mit dem Tod zu tun gehabt, haben Sie erzählt, Ihre Frau natürlich im Mittelpunkt, aber auch Ihre Eltern, Freunde. Haben Sie sich auch die Frage gestellt, warum Gott das alles zulässt? Bis kurz vor dem Tod meiner Frau, ja, sehr massiv. Aber weil ich gesagt habe, ich hatte eine sehr schwierige Zeit, war beruflich schwierig, dann gesundheitlich, finanziell sah es nicht gut aus, einfach mit der Perspektive, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Meine Mutter schon gestorben, mein Vater war sterbenskrank, dann plötzlich noch meine Frau und ich sage, Leute, irgendwann reicht's. Also ich kann nicht mehr, was soll das? Dann haben Leute gesagt, ja, wir beten für euch. Und ich habe gesagt, das dürft ihr gerne machen, ich kann euch nicht daran hindern, aber es bringt sowieso nichts. Einfach, es ändert sich ja nichts. Und diese Frage, warum lässt Gott das alles zu, habe ich nachher gemerkt, hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich um mich drehe. Stichwort Selbstmitleid, und ich habe das sehr exzessiv gelebt. Ich sage, mir geht's richtig dreckig. Und wenn einer das Recht hat, zu sagen, dass es ihm dreckig geht, dann ich. Und so schlecht wie mir geht es wenig anderen. Und das stimmt auch, also es war nicht nur Einbildung, also so, das war so mein Standpunkt die ganze Zeit über. Wie kamen Sie da raus? Schlussendlich dadurch, dass mich ein Freund konfrontiert hat. Ein Freund sagt, bist du davon überzeugt, dass Gottes Zusagen jetzt nicht mehr gelten, wenn du sie nicht erlebst? Und das war für mich schon eine ganz kernige Frage, die ich auch nicht nur einfach, ach ja, stimmt eigentlich, sondern wo ich noch genau weiß, wo ich innerlich so auf die Knie bin und dann auch äußerlich, wo ich gesagt habe, okay, ich kapituliere. Also ich muss eingestehen, ich will eingestehen, dass Gott immer noch Gott ist, dass seine Zusagen immer noch gelten, auch wenn ich sie nicht erlebe. Und das war der Wendepunkt. Stichwort Zusagen. Glauben Sie an die Zusage Gottes, dass Sie Ihre Frau einmal im Himmel wiedersehen werden? Ja. Ich weiß, dass meiner Frau gut geht, meinen Eltern geht es jetzt gut. Sie haben keine Schmerzen mehr. Sie hatten alle am Ende ihres Lebens viel Schmerzen, viel Not. Und das ist jetzt vorbei. Und das ist irgendwie was sehr Positives, was sehr Angenehmes, was mir den Abschied auch leichter macht. Oder jetzt einfach auch dieses Nachdenken darüber. Was ist der Kern Ihres Glaubens, der Sie das glauben lässt? Das Vertrauen darauf, dass das, was Jesus getan hat, auch für mich und für jeden anderen wahr ist. Das sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist eine Aussage, die eigentlich zunächst mal nicht wirklich nachvollziehbar ist. Weil entweder ich lebe oder ich sterbe. Vor einigen Jahren war in der Gemeinde eine Predigt gemacht zum Thema, gibt es ein Leben vor dem Tod? Und hat mich sehr intensiv beschäftigt. Bin mir da bei uns über den Friedhof gelaufen, haben mir mal die Grabsteine angeguckt. Und dachte, bei ganz vielen ist das Leben nur dieser Strich zwischen Geburtsdatum und Todesdatum. Also auf dem Grabstein jetzt einfach. Und das war für mich so ein Punkt, und der beschäftigt mich schon lange. Was ist das Leben eigentlich? Und dann gibt es ja verschiedene Aussagen dazu. Guardini hat mal gesagt, Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Und das ist für mich eine sehr wesentliche Aussage. Dass ich, wenn ich weiß, wie es nach dem irdischen Tod weitergeht, wenn ich da eine Sicherheit, eine Geborgenheit habe, dann kann ich jetzt auch ganz anders leben. Und das ist das, was trägt. Dass die Worte Jesu und das, was Jesus getan hat, für mich, dass es wahr ist. Dass ich das nicht nur als wahr erlebe, das auch, sondern dass ich mich fest darauf verlasse, dass es so stimmt.
Das ist Ihre Hoffnung? Ja. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch, für die Gedanken. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Sie, für Ihre Kinder und alles Gute. Dankeschön. Die Bibel lässt uns nicht daran zweifeln, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie sagt, dass der Glaube an Jesus Christus und die persönliche Beziehung zu ihm den Weg in die Ewigkeit möglich macht. Das Leben hier auf der Erde ist also nur ein sehr kleiner Teil unseres Daseins. Jesus hat uns dazu ermutigt, die Ewigkeit im Blick zu haben und im Vertrauen zu ihm voranzugehen. Das Beste liegt noch vor uns. Der Autor William MacDonald versucht in seinem Buch »Wie wird es im Himmel sein?« diesen Ort anhand verschiedener Bibelstellen zu beschreiben. Sie können das Buch jetzt bestellen. Wählen Sie 0 185 33 50 15. Haben Sie Fragen zum Thema? Dann erreichen Sie uns unter derselben Nummer. 0 185 33 50 15. Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter www.weltweit-magazin.de. Abschließend sehen Sie einen kurzen Clip über einen Menschen, der auf der Suche ist. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ich weiß nicht, ob Sie Steffi kennen. Ich meine Steffi, die nette junge Dame aus meiner elektronischen Orientierungshilfe. Bitte rechts abbiegen. Eigentlich lasse ich sie ja gerne links liegen. Ich meine, ich will den digitalen Demenz nicht übermäßig fördern. Schließlich ist bewiesen, dass man durch zu häufigen Navigationsgerätegebrauch die Orientierungsfähigkeit verliert. Aber dennoch, immer wieder habe ich Kundengespräche in Gegenden, wo ich mich nicht auskenne. Und da bin ich Steffi dankbar. Ich gebe die Adresse ein. Sie findet das Ziel. Die Route wird berechnet. Und los geht's. Bitte nach 100 Metern links abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Sie weiß, wo es lang geht. Schon komisch. Sie weiß mehr als ich. Aber ist auch klar, schließlich erhält sie ihre Informationen von höchster Stelle. Ihre Stimme ist mir mittlerweile gut vertraut. Jetzt links. Und ich verstehe Ihre Anweisung. Okay, meistens. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Aber ich muss vertrauen. Wie beim Glauben. Klar. Ich kenne auch Zweifel. Stimmt das alles? Gibt es dieses große Ziel wirklich? Wie beim Navi. Ich vertraue. Links abbiegen. Ich vertraue Gottes Worten. Und ich will ankommen. Bei ihm. Im Himmel. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.weltweit-magazin.de zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.